Am 6. Januar, an dem Tag, an dem die Wahlmänner berufen werden sollten oder die Ergebnisse der Wahl bekannt gegeben werden sollen, dass es zum Sturm auf das Kapitol kam. Und seine Gegner sagen, es war ein Putsch. War es ein Putsch oder waren es zornige Bürger, die ihrem Missbehagen Ausdruck verliehen haben? Es war ein Protest, der außer Kontrolle geriet. Ein schwarzer Tag für die USA. Niemand will solche Gewalt. Und jeder, der Präsident Trump kennt, weiß, dass er das auch nicht will. Genau wie er die gewalttätigen Ausschreitungen von 2020 verurteilt hat. So was darf sich nie wieder ereignen. Aber die Demokraten versuchen das jetzt mit dem Ausschuss zu instrumentalisieren. Also es geht um die Auseinandersetzung, dass sie den Demokraten vorwerfen, die Untersuchungsvorgänge eigentlich zu missbrauchen, vermutlich um ihn zukünftig zu blockieren. Ist das so? Das ist ein schwerer Vorwurf. Der einzige Grund für diesen Ausschuss ist, eine erneute Kandidatur von Donald Trump 2024 zu verhindern. Warum sonst wird der Ausschuss zur besten Sendezeit am Abend übertragen? Ausschnitte von Zeugenaussagen werden manipulativ aus dem Kontext genommen. Das ist völlig politisch instrumentalisiert. Wir haben bereits eine Justizbehörde, die gegen diejenigen ermittelt, die am 6. Januar Verbrechen begangen haben. Darum geht es hier nicht, sondern darum, Donald Trump persönlich zu attackieren.